Ganz herzliches Willkommen zurück hier bei OMSI 2. Ja, ich habe mich jetzt mal nach etwas langer Zeit, lasse ich mich auch mal wieder hören. Und ich bin, ach, eher unterbrochen, gut. Hab mir gerade ein neues Addon gekauft. Also gut, okay, neue, ja, okay, es ist heute rausgekommen. Ich weiß nicht mehr wann, aber ich würde mal jetzt meinen, so gegen um 12 ist es rausgekommen heute. Ich habe es jetzt seit einer halben Stunde, ich nehme jetzt gerade um 21:20 Uhr auf. Ich habe es jetzt circa halbe Stunde schon mal ein bisschen getestet. Und ja, ich bin voll und ganz überzeugt von der neuen Urbino-Familie. Der Grizzly 92, der hat eine gute Arbeit gemacht, eine super gute Arbeit. Und die werde ich euch jetzt näher bringen. Einzige Sache, gut, die mir schon am Anfang an aufgefallen ist, ist kein Knackpunkt. Wäre ein nettes Detail gewesen, dass man die erste Tür auch öffnen könnte, indem man sozusagen hier in den Tankdeckel reingeht und dann hier den Knopf drückt. Zumindest kenne ich das so vom Solaris. Ich weiß nicht, wie es beim 18er ist. Das kann ich noch nicht beurteilen, weil ich jetzt erstmal nur mit dem kleinen roten von der RVD gefahren ist. Ja, die ganzen Logos und so fehlen halt noch. Aber innen drinnen sieht schon etwas so danach aus. Ich habe auch schon von einem Kollegen die Solaris Plakatierungen sozusagen gekriegt. Hier steht sie mir zum Beispiel auch schon. Und na nee, gut, da hat das noch nicht geändert. Ja, wie gesagt, also Solaris Urbino 18, 12, zweite Generation, zwei Türer, im RVD-Style, also die Stangen, gut, okay, kenne ich jetzt so nicht. Innenanzeigen ist halt DVB, natürlich. Piktogramme, ja, kann man sich streiten, ist auch DVB eigentlich, aber ja, man sollte darauf achten, weil die Busse sind ja eigentlich im DVB-Style gebaut worden. Ein Knackpunkt habe ich gerade entdeckt. Und zwar gibt es das so gar nicht. Also zumindest kenne ich das nicht. Ich kenne das eigentlich nur so Zweier und dann hier ist ein Vierer und hier hinten ist nochmal ein einzelner Platz. So kenne ich das. Ich kann mich aber auch gerade irren. Ja, dann gehen wir mal nach vorne. Natürlich, wie es für mich gehört, die Dresdner Kasse, warum auch nicht. Und ja, hier oben haben wir dann das Display zum Einstellen. Und dann mache ich jetzt mal den Bus an. Genau, und da fährt alles hoch. Und da sind wir dann schon im Startmenü. Da müsst ihr eine Zahl über 10 eingeben. Also ich kann jetzt 1 eingeben, das geht nicht. Ab 10 geht es. So. Dann machen wir mal hier kurz beide Türen auf. Schauen wir das Licht an. Was ich zwar noch nicht ganz kapiert habe. Ach so, das ist für alle drei Türen. Okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Gut. Wir machen mal kurz hier alle Türen auf. Was ja viele gewundert hat, wo ist die Klapprampe? Das ist bloß so ein Einlegestück. Also das wird einfach bloß eingelegt und dann wird das hier sozusagen rausgelegt. Ist es meistens halt hier hinter zu finden oder das liegt dann hier hinten über der Heizung. Also hier so. Ja, dann machen wir mal hinten die Türe zu. Ja, genau. Dresden Abfahrton. Gute Audioaufnahmen, muss ich ehrlich sagen. Ja, mal hier. Ja, so muss ich das anhören. Gut, okay, dass das keinen Sound hat. Okay. Ja, kann man Abstriche machen. Ich finde es in Ordnung. Machen wir auch die erste Tür wieder zu. Genau. Wir sind auf Alu, wie man schon unschwer erkennen kann. Also auf Alu im Lawrence Bar updated. Und ich will dann jetzt mal noch eine Runde auf der Linie 19 fahren. Ich stehe sogar auch schon richtig. Weil ich war. Ja, gut, okay. Ich hatte vorhin schon mal ein bisschen rumgespielt. Jetzt hat er, glaube ich, weiter. Nee, hat er nicht.
Gut, dann müssen wir mal hier noch schnell eingeben. Aber der Postamt 37. Gut, dann gehen wir mal noch hier hin und machen mal Helligkeit auf Stufe 2. Was ich schade finde, dass du das IB Stopp nicht reinmachen kannst. Das ging zum Beispiel bei dem. Welcher war es? Ich komme gleich auf den Namen. Bei dem U405 GN2 von der Rheinbahn. Und ja. Gut, dann haben wir halt hier oben unseren Fahrplan. Halt der ganz normale Standard-OMSI-Fahrplan. Linienliste ist keine drin, genau. Und dann halt die Konfiguration. Gehen wir mal, genau. Radkappen vorne, Mitte, hinten. Gut, bei dem ist es jetzt nur vorne und hinten. Oder Mitte, ich weiß es jetzt nicht. Dann die Innenanzeige. Weil ich ehrlich sagen muss, das sieht etwas, ja, utopisch aus. Aber was ich trotzdem gerne haben will, ist ein TFT-Bildschirm. Und zwar der hier. Der gute alte DVB. Ja, kann man so nehmen. Ich finde es schön. Ja, sieht schön aus. Gut, Entwerter lassen wir so. Da sind jetzt die. Schlag mich jetzt bitte nicht. Ich glaube, Klüssendorfer drinne. Würde jetzt meinen. Ja, genau, Klüssendorfer. Also Klüssendorf. Ja, Motor habe ich den DAF PF 235M, 235 kW ausgewählt. Erstens, weil es der nee, das ist der Mittlaster. Aber ich finde, der klingt einfach geil. Ja, dann haben wir halt die Halteschlaufen, die können wir mal hier die erweiterten anmachen. Haben wir ein paar mehr. Können wir die eigentlich hin und her bewegen? Nein, kann man nicht. Okay. Ja, Dashboard lassen wir so. Genau. Windschutzscheibe lassen wir auch, die getrennte, weil so kenne ich das. Rampe ist drinne, Matrix, RBL und CAS. Also RBL ist halt das hier. Das ist das RBL. Mit halt hier. Guten alten Kasse. Und ja. Matrix lassen wir auch. Da haben wir jetzt hinten sozusagen die normale Linienanzeige. Können wir mal hier Licht anmachen. An der Seite die vorne halt die eingelassene Flipdot. Und an der Seite auch. Ja, Heckmatrix das gleiche. Trennstange Tür 1 ist jetzt an. Die lasse ich auch an. Logo. Was denn für ein Logo? Ach so. Ah, okay. Okay, ja. Die Radbesen. Können wir mal gucken. Sind die gerade an? Nein, die sind nicht an. Ich mach die jetzt mal an. Nein. Nein. Radbesen aktivieren. Und jetzt sieht man genau hier die schönen Radbesen. Klimaanlage brauchen wir nicht, weil, sag mal, wir haben es gerade, ja, 15 Grad, da müssen wir sogar mal die Heizung anwerfen. Die ist jetzt hier etwas dahinter versteckt, aber es ist halt Solaris. Machen wir hier so, so und so. Die geht dann gleich an, wenn wir dann den Motor mal anmachen. Ja, Spiegel lassen wir auch so. Und die Innenraumkameras blenden wir mal ein, weil nicht, dass irgendwas in unserem Bus passiert, damit wir da auch hier hinten den Videomerker dann mal drücken können. Hey, man weiß ja nie, was passiert. Gut, dann machen wir mal, achso. Machen wir mal kurz hier nochmal aus. Und gehen mal nach hinten und machen mal den Motor an. Schöner Dachmotor. Machen wir jetzt mal hier die Lüftung an. So, geschildert haben wir. Da heizen wir jetzt mal noch kurz ein bisschen auf, dass wir so auf 17 Grad kommen. Und dann fahren wir dann auch
legen gleich los. Nochmal schnell auf WhatsApp, weil während der Fahrt sollte man nicht aufs Handy schauen. Alles Zusatzheizung, Fahrgastraumheizung, Fahrerheizung. Ja, das wird schon irgendwie. So, können wir ja schon mal die Feststellbremse lösen. Machen wir mal einen Gang rein und rollen schon mal vor. Genau. Ups. Oh, jetzt darf ich wieder neuen Bus einschätzen lernen. Das wird lustig, ja. So. Hauen wir mal hier die Türen auf. Hallo. Die steigen meiner Meinung nach an beiden Türen ein, genau. Morgen. Guten Tag. Einmal nochmal bitte. Hallo. Wo stehst du? Aha, okay. Gut, dann einmal ein Einzelticket. Gerne doch. Schön mit DVB-Ausweis. Okay. Ja, da warst du. Ne? Okay. Auch gut zu wissen. Dann ist da noch ein kleiner Bug drin, dass die Fahrgäste an der ersten Tür lieber einsteigen sollten, wenn sie ein Ticket haben wollen. Aber ja, wie gesagt. Der ist jetzt heute erst rausgekommen, vor circa 9 oder 10 Stunden. Und ja, deswegen, also prügelt da bitte nicht auf den Christi drauf ein. Der braucht seine Zeit. Und die Community findet dann halt eigentlich immer meistens noch die meisten Fehler. Und ja. So. Dann stellen wir nochmal die Zeit nach vorne. Kommen dann auch noch mal welche angelaufen. Funktionieren die eigentlich inzwischen? Hallo! Funktionieren die? Sofern kann man sie nicht bedienen. Das kommt aber relativ spät. Okay, naja. So, kriege ich eine Abfahrt oder nicht? Ne, kriege ich nicht. Gut. Schade. Naja. Man kann ja auch nicht alles haben. So. Ja, das ist auch gut. Hey, jetzt schon eine Folge nur wieder über den Bus gelabert und kein bisschen gefahren. Hallo. Aber jetzt wird gefahren und nicht mehr gelabert. Ich finde den Blinker-Relais-Sound auch geil, weil der ist halt wirklich so mit drinne. Also ich kenne ja wirklich die Busse von der RVD und von der DVB, also Solaris Urbino zweite Generation, kenne ich auch wirklich alle, weil ich komme ja aus Dresden, wie die meisten wissen. Und deswegen. Also ich habe da nichts zu meckern. Ich finde den Bus so, wie er ist, in Ordnung. Und da hat Chrisley wieder eine sehr gute Arbeit gemacht. Ich weiß, ich bin wieder richtig schleimermäßig und lobe ihn fast nur noch. Aber er hat eine super gute Arbeit da gemacht.